Hallo liebe Freunde, hallo liebe Gothic-Fans, ich mache weiter mit der 19. Folge. Wir haben ja die Schabernack-Quest ja fast gelöst, nicht wahr? Und jetzt müssen wir nur noch irgendwelche Peoples beim großen Baum belauschen. Der große Baum war wohl mehr näher hier. Das Röhr ist ja so absolut nass hier. Schauen wir doch mal nach. Ne, der große Baum ist... Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Das war aber... Moment. Also, das war irgendwie nachts um 12:30. Oh, da darf ich also bis Mitternacht schlafen, dann irgendwo mich in einem Fass verstecken und bis 12:30 ausharren. Dann habe ich bei Raimund noch ein Büchlein gefunden, und zwar Buch des Wissens. Habe ich noch nicht durchgelesen. Lernpunkte plus 2. Verstehe. Ja, verstehe ich auch. So, die Feuermagier-Sachen habe ich schon gelesen. Jetzt mal gucken, wo wir hier draußen denn nochmal pennen können. War das hier? Nein, hier geht es zum Burgfriedhof. Ich sag mal Burgfriedhof. Dann machen wir das mal hier. Boah, hoffentlich hat das dann aufzupennen, pissen. Wenn ich dann Mitternacht aufstehe. Jawohl. Und hinein, hallo, Bett. Ich bin gespannt, was passiert. So, bis Mitternacht schlafen. Raus aus meinem Bett! Ja, ist gut. Ist gut. So, und es ist stockduster. Soll ich jetzt noch eine Fackel nehmen? Leute, ist das dunkel. Ich mag das nicht. So, also. Unten mal eine Fackel. Da, ich habe noch 5 Stück da. So. Die überhaupt sehen kann, wo dieses Fass ist. Oh, ich kann mit der Fackel sogar echt Sprünge machen. Oh, Leute, ich bin echt gespannt, was passiert. So, hier ist der große Baum. Dann gibt es ja hier dieses Fass. Und zwar dieses leere Fass. Das hatte ich ja mal ganz früher bei Neuerungen. Erster Teil oder weiß ich jetzt nicht, ob es der erste oder zweite war. Habe ich das mal entdeckt gehabt. Und jetzt kommt es in Funktion. Ich soll mich da drin verstecken. Es ist 0.13 Uhr. Da sollte ich erstmal abspeichern. Und dann hören wir mal zu, welche Bannemänner sich da unterhalten. So. Das sieht aus. So. Noch eine Minute. Gucken, was passiert. Hören wir gebannt zu. Ah, shit. Da ist was. Da ist was. Er muss. Ich kann jetzt nur warten, bis Quest erledigt ist oder bis so eine Quest-Einblendung kommt. Ja. Okay. Ja, also okay, dann rausgesprungen. Hey. Jetzt habe ich euch. Verdammt. Was sollte der Unsinn? Ich sage gar nichts. Okay. Ihr steckt also dahinter. Verdammt, was hast du denn jetzt hier zu suchen? Kannst du dir das nicht denken? Na schön, du hast alles herausbekommen. Das ist uns aber völlig egal, hörst du? Völlig egal. Jetzt bleib mal friedlich. Ich möchte zuerst nur eins wissen. Was soll dieser Unsinn? Kannst du dir das nicht denken? Nein, überhaupt nicht. Warum solltest du auch? Du bist ja viel zu sehr mit dir selbst beschäftigt. Kann schon sein. Wie heißt ihr beide eigentlich? Mit euch hatte ich bisher noch nie was zu tun gehabt. Ja, warum solltest du auch mit uns was zu tun haben? Unsere Namen haben bisher weder dich noch andere interessiert. Du bist hier die Hauptperson, um die sich alles dreht, während Leute wie wir völlig unwichtig sind. Aber das sollte sich ändern. Wir wollten auch mal im Mittelpunkt stehen. Ist zwar jetzt etwas anders gelaufen als geplant, aber besser so als gar nicht. Schließlich haben wir es verdient, wichtig genommen zu werden.
Wir sind ja schließlich nicht Hinz und Kunz. Der hört sich an wie Snorre von Wiki, falls jemand die Serie, Zeichentrickserie kennt. Ihr seid also wichtig. Dann sagt mir doch mal, wie ihr heißt. Ich bin ja Max und das ist der Moritz. Also Max und Moritz. Und warum? Habt ihr diese dummen Zettel geschrieben? Weil du ein Wichtigtuer bist, um den sich alles dreht, während wir zwei nur in die Röhre gucken. Wie meint ihr das? Es dreht sich alles um mich. Na, wer wurde denn vor kurzem ausgebildet? Und dann noch so schnell, während wir bereits mehrere Jahre darauf warten müssen. Wer wird hier ständig überhäuft mit Aufgaben, als wäre er ein von Enos gesandter Held? Du allein! Wir wollen endlich auch mal wichtig sein. Jetzt kommen mir aber die Tränen. Ja, mach dich nur lustig über uns. Immerhin konnten wir jetzt auch über dich lachen. Es ist eine schöne Quest. Also wirklich klasse. Ihr seid doch selbst schuld. Warum habt ihr Bruno nie gesagt, dass ihr ausgebildet werden wollt? Haben wir das nötig? Der Herr Burghauptmann kann uns ja gefälligst selber fragen. Natürlich, wenn du meinst. Ja, das meine ich. Das ist deine Sache. Jedenfalls hört ihr jetzt sofort damit auf, eure Kritzeleien zu verteilen. Und wenn wir das nicht tun, Ja, dann werde ich euch wohl überzeugen müssen. So, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht wäre ich ja bereit, euch Gold zu geben. Das müsste dann aber einiges sein. Mit ein paar hundert Goldstücken lassen wir uns nicht abspeisen. Also Gold habe ich keins mehr. Ich werde euer Verhalten Bruno melden. Ich gebe euch eins aufs Maul. Okay. Ich glaube, das ist sinniger, ne? Mal volles Pfund aufs Maul. Ich gebe euch lieber eins aufs Maul. Ha! Was? Du willst dich mit uns schlagen? Dann komm her und hol dir deine Prügel ab. Oh, weia. Die stecken ja gar nichts ein. Das wird nix. Leute, das wird nix. Nachdem ich öfter versucht habe, die beiden mit meinem blöden Schwert hier und mit meinem bisschen Stärke, was ich habe, niederzumetzeln, versuche ich sie einzeln herauszuholen. Beziehungsweise, das habe ich in den ersten Sachen probiert, ging aber nicht. So, jetzt kommt der Max einzeln heraus. Was mir aber aufgefallen ist, deren Kampftechnik ist wirklich träge. Und, Und wenn ich jetzt mal richtig... Er haut zu und dann hau ich sofort zu. Er versucht zuzuhauen. Dann kann ich eine Kombo ansetzen. Oder ich gehe hier. Der braucht ein bisschen, bis er sich umdreht. Nur so. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Na, dann läuft er wieder weiter. Oder springt da rum. Na. Man kann ihm richtig schön aus dem Weg gehen. Ah, dieses Mal war ich zu nah dran. Das ist aber knapp. Oh, war ja. Oh, das wird wieder ein Treffer. Nichts werden. Oder doch. Na also, klappt doch. So, den Moritz rauben wir jetzt aus. Und werden mal ganz schnell noch was trinken. So, da hinten kommt auch schon der Max. Oh, war ja. Los, Moritz, wach auf. Ich will noch mit dir reden. Oh, Mann. Ich habe mir bestimmt was gebrochen. Warte mal. Ab jetzt hört dieser Schabernack auf. Sonst... Ist ja schon gut. Bitte nicht mehr schlagen. Ich verteile auch keine Zettel mehr. Das reicht nicht. Du gibst mir noch eine kleine Entschädigung. 100 Goldstücke.
Erst dann vergesse ich die Sache. Ja, ja gut. Oh! Nein! Okay. Jetzt kommt der Max auf mich zu. Einfach so. Wollt ihr wohl damit aufhören? Oh! Okay. Das heißt also, die ging sich erstmal selber. Wenn hier einer Schläge verteilt, sehr gut. Dann bin ich das. Kapiert? Das ging doch jetzt fix. Danke für das Gold, du Held. Wieso, das hab ich doch. Die Waffe. Hey du. Okay. Das ging jetzt relativ fix. Ich hab gedacht, das dauert noch ein bisschen. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Aua! Das tat weh! Moment, ich will 100 Goldstücke haben. Und jetzt ist Schluss mit diesem Unsinn. Sonst... Nein, nein, bitte nicht mehr schlagen. Ich mach nichts mehr, Ehrenwort. Dein Glück. Aber das genügt mir nicht. Du gibst mir noch etwas Gold, sozusagen als Entschädigung. Sagen wir 100 Goldstücke. Dann vergesse ich die Sache. In Ordnung. Okay. Warte mal. Gibt's noch eine Option? Keine Option. Ein Glück. Gleich sofort speichern. Ja. Schauen wir mal ins Logbuch. Ich glaube, da muss ich noch was machen. Ja, genau, richtig. Schabernack. Muss ja noch Jonas davon erzählen. So, als letzter Eintrag steht da, Max hat genug und mir 100 Goldstücke als Entschädigung gezahlt. Wenn ich auch von Moritz meine Entschädigung erhalten habe, ich habe doch Moritz auch schon genatzt, dann werde ich zu Jonas gehen und ihm sagen, dass die Sache geklärt ist. Gut, okay, vielleicht so ein multipler Eintrag, so von wegen der Reihenfolge, so kann ich mir das vorstellen, dass man dann einen zweiten Eintrag, einen individuellen Eintrag nicht gemacht für hat. Für den König. Ja, für den König. Einfach mal eine Runde knacken jetzt. So. Jetzt mal schlafen. So, wieder aufgewacht. Und jetzt müssen wir auf die Suche nach Jonas gehen. Hört ihr das? Wir haben hier jede Menge Fleischwanzengeräusche. Da gibt es ja noch von Raimund diese Quest. Wo könnte das wohl sein? Ich schätze mal über mir. Moment mal, das ist ja der Ralf. Dann schauen wir mal. Muss über mir sein. Dann gehen wir mal ein Stockwerk höher. Nee, auch nicht. Das Ding schon wieder. Ich weiß nicht, das hat bestimmt noch eine Aussage. Okay, dann haben wir da also keine Fleischwanzen zu eliminieren. Komisch. Oder unter mir, das geht auch. Unter mir gilt nicht. Quatsch. So, nee, unter mir kann ja auch nicht sein. So, Bruno. Das ist Wenzel. Ach, hier ist Moritz. Hey. Okay. Vielleicht sind ja die Fleischwanzen hier. Auch nicht. Okay, dann werde ich das an dieser Stelle mal abkürzen und dann wieder einschalten, wenn ich hier fündig geworden bin. So, noch ein bisschen hin und her suchen. Habe ich den Jonas doch gefunden. Den habe ich auch im Laufe des Spiels selten gesehen. Und habe mir gedacht, der muss sich doch irgendwo versteckt halten. Und siehe da, er ist hier mit einem Waffenknecht-Kumpel. Der Fall ist geklärt. Es waren die beiden Rekruten, Max und Moritz. Sieh mal einer an. Ich frage mich, warum ich nicht selbst auf die beiden gekommen bin. Schließlich sind die zwei wegen ihrer Streiche sehr bekannt. Haben sie dir denn verraten, warum sie ausgerechnet dir diese Zettel geschrieben haben? Ja, das haben sie. Sie waren neidisch, da ich in so kurzer Zeit meine Ausbildung bestanden habe,
während man sie vergessen hatte. Sie meinten, sie wären viel eher als ich berechtigt gewesen, die Grundausbildung abzuschließen. Doch den Mumm zu haben, Bruno darauf anzusprechen, den hatten sie nicht. Vielmehr kamen sie aus Unzufriedenheit und purer Langeweile auf die Idee, diese Zettel zu verteilen, um mir eins auszuwischen. So eine Dummheit. Sie sind selbst schuld, wenn sie sich nicht darum kümmern, ausgebildet zu werden. Die beiden lungern ständig faul in der Burg herum, drücken sich vor jeder Arbeit und brüten nur dumme Streiche aus. Kein Wunder, dass Bruno keine Lust hat, sie auszubilden, solange sie kein Interesse zeigen. Aber was wirst du jetzt mit den beiden machen? Wirst du Bruno alles mitteilen, damit er sie bestrafen kann? Die beiden haben mich zwar mit ihren Zetteln sehr geärgert, aber anschwärzen werde ich sie nicht. Ich habe den beiden gesagt, dass ich die Sache vergessen werde, wenn sie mit dem Unfug aufhören und Bruno wegen ihrer Ausbildung ansprechen. Damit ist den beiden am besten geholfen. Und ich habe meine Ruhe. Naja, ich glaube nicht, dass sich beide bessern werden. Eine kleine Strafe hätten sie schon verdient gehabt. Wenn sie mir diesen Streich gespielt hätten, wären sie nicht so glimpflich davon gekommen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir die jetzt abgeschlossen haben. Erfüllte Mission. Hier. Da steht sie. Ja, perfekt. Habe Jonas mitgeteilt, wer die beiden Spaßvögel waren. Die beiden werden vermutlich keine Probleme mehr machen. Vermutlich, aber auch nur. Schön. Dann mal wieder speichern. Dann versuchen wir mal die... Wassereimer. Oh. Dann versuchen wir mal die Plage mit dem Fleischschwanzen mal Herr der Lage zu werden. Worüber sich Raimund ja so aufregt. Und wir haben festgestellt, dass wir irgendwie hier in diesem oder unter diesem Gebäude, also wenn ich jetzt hier hingehe, irgendwo konnte man das hören. Dann gehe ich mal hier hoch. Jetzt sind sie nicht mehr da. Hier hört man sie. Ja. Bis ich das gefunden habe, auch wieder ein kleiner Sprung. So, nachdem ich in der Burg geguckt habe, nichts gehört habe, habe ich mir gedacht, gehst du mal ganz nach oben. Ja, und zwar Richtung Sean. Vielleicht kann der mir helfen. Er hat da irgendwie so einen Spruch... Vielleicht macht er irgendwelche Sprüche und da werden irgendwelche Fleischmanzen produziert. Ich weiß es nicht. Hey du! So, Sean, hilf mir. Nein, ich kann mit ihm nur handeln. Hä? Logbucheintrag gucken. Die alte Bibliothek. Ah, das war doch was mit Sean, ne? Interessant. Sean kennt sich gut aus mit der Geschichte der alten Bibliothek von Athanos aus. Obwohl er aus Myrtana zu uns gekommen ist, vielleicht kann ich ja noch mehr über diese Bibliothek in Erfahrung bringen. Ich sollte mal die Chronik hierzu lesen. Diese befindet sich auf einem Buchständer irgendwo in der Burg. Na, supergeil. Dabei habe ich kaum Buchständer gelesen in diesem Spiel. Okay, die magischen Buchständer hatten wir schon. Ja, welcher Buchständer könnte jetzt noch in Frage kommen? Der hier am nächsten ist, hat Marbot einen? Ja, da ist zum Beispiel einer. Nicht nur einer. Ich glaube, hier ist auch noch einer. Ne, hier war ja die Wasserpfeife. Ja, fangen wir mal mit dem Buchständer an hier. Na also, Treffer. Möge Innos ihn dafür bestrafen. Ja, das heißt also, jetzt habe ich doch wahrscheinlich für die Bibliothek. Richtig. Interessant, Sian kennt sich. Okay, interessant hier ist von der alten Bibliothek von Athanos die Rede, die sich genau über unseren Mannschaftsräumen befindet, aber nicht mehr zugänglich ist. Der letzte Feuermagier hat den Zugang versperrt, bevor er die Insel verließ. Angeblich hatte sich dieser Magier dann Belia zugewandt. Ja. Und jetzt? Also, ich habe die Vermutung, dass wenn ich ganz nach oben hier gehe, die Steintreppe, dass das hier ein Zugang ist.
kann mich nicht mehr erinnern, als ich das damals das erste Mal Odyssey gespielt habe, aber ich bin der festen Überzeugung. Ich hab so einiges gehört. Ja. Nicht darauf gekommen. Auch bis dahin ein kleiner Sprung. Hallo, mach mal die Tür auf. So, nachdem ich in mich gegangen bin und nochmal die ganzen Logs durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass ich ja auch noch ein bisschen skillen könnte. Und zwar, Moment mal, ich zeige euch das mal eben. Und zwar habe ich 12 Lernpunkte, richtig. Und mir fehlen nur noch Stärke-Lernpunkte 2 Stück und für Geschick auch 4 Stück. Dann ist mir aufgefallen, dass ich ja noch auf alle Fälle allgemeine Infos hier, die Tierverwertung, Reptilien häuten, Tieren das Fell abziehen, das kann ich nur, aber ich kann noch keine Zangen ziehen, die ich nämlich für die Zutaten für Seeren brauche. Er hat ja geschrieben, so von wegen, ich brauche hier Flügel und Crawlerzangen und so weiter, damit er eine Rune herstellen kann. Und erst dann komme ich wahrscheinlich weiter für die alte Bibliothek. Okay, dann skillen wir uns mal ein bisschen in Stärke. Und zwar erstmal nur 2 Stück. Ich will stärker und geschickter werden. So, Stärke plus 5, nein, oh Gott. 2 Lernpunkte, was ist das denn? Ich habe mir das schon gedacht. Okay. Dann müssen wir 4 Lernpunkte leider investieren. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Gut, gibt's hier keine Neuigkeiten? Ich will das Ambrosschießen lernen, bildet mich. Okay. Es gibt sonst nichts Neues. Gucken. Ja, noch 8 Lernpunkte. Jetzt werde ich mal zum Jäger Klaus rübergehen. Das kann ja nicht ewig. Und zwar, nein, nicht mit dem Feuerfall. Mit dem Dorf. So. Zack. Der Jäger Klaus. Wer ist er denn? Hey Herbert, was machst du denn hier? Ganz einfach, Meister. Du willst doch von der Insel hier verduften, oder? Wenn du damit sagen willst, dass ich auf die Albatros will, ja. Siehst du, Alter? Dann ist ja wohl für mich die Bahn jetzt frei, oder nicht? Moment mal. Wie meinst du das? Ich meine, dass unser Dorf eine reizende Fischverkäuferin hat, die noch ledig ist. Kapiert? Was? Du willst dich an Jutta ranmachen? Hast es also doch kapiert, Alter. Ein Mann in meinen Jahren muss schließlich endlich ans Heiraten denken. Danke, Mann, dass du mir freiwillig dein Mädchen überlassen hast. Also das geht gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht. Doch nicht diesem Proleten hier, Herbert. Nee. Mal gucken, was Jutta... Jutta. Mal gucken, was Jutta dazu sagt. Wegen Herbert fragen. Ich muss mit dir über Herbert sprechen. Also jetzt ist die Zeit dafür ziemlich ungünstig, Roland. Komm bitte ein anderes Mal wieder. Na, das ist ja toll. Nochmal vielleicht? Ich muss mit dir über Herbert sprechen. Also jetzt ist die... Nee, okay. Ich dachte, jetzt käme noch ein anderer Dialog. Das heißt also, ich muss hier den Herbert einen aufs Maul hauen. Ach, du liebes bisschen. Aber bevor ich das mache, gucke ich mal, weil ich doch jetzt 40 Stärke habe, ob ich jetzt einen besseren... Ja, benötigte Geschicklichkeit 40 und... Was? Ach, ich brauche Geschick dafür. Okay. Grobes Breitschwert. Benötigte Stärke 20. Das macht ja überhaupt nicht mehr Schaden. Ach, du heiliger Kram. Ich brauche mehr Geschick. Ja, ich riskiere es einfach mal. Das ist ja echt übel. So, Herbert, hau zu. Lass sofort Jutta in Ruhe. Oh, sie haut schon ab. Ich weiß, was los ist. Sonst bekommst du es mit mir zu tun. Verstanden? Ach nee. Verduften wollen und dann Ansprüche stellen. So läuft das nicht, Alter. Kapiert? Finger weg von meiner Freundin. Ich sage es nicht nochmal. Was willst du denn dagegen tun, Alter? Dich doch nicht etwa mit mir anlegen, oder? Wenn nicht Marbord jedes Duell ausdrücklich verboten hätte, dann würde ich... Ach komm, das ist doch nur eine Ausrede von dir, Alter. Das kannst du dem alten Herbert nicht weismachen. Das können wir in einer stillen Ecke zwischen uns klären, ohne dass ein anderer davon etwas mitbekommt. Aber du bist ja viel zu feige, um mich herauszufordern. Also mach die Flatte, Alter. Du störst, kapiert? Ach du liebes bisschen. Hey.
Mit Cean drohen? Das habe ich schon immer gesagt. Mit Cean drohen. Wenn du nicht Jutta sofort in Ruhe lässt, wird sich mein Freund Cean um dich kümmern müssen. Was? Cean, der Alchemist? Was hast du denn mit dem zu tun? Du weißt doch, dass ich bei ihm war. Wie nun, wenn ich ihm erzähle, dass du eine Menge über ihn wissen möchtest? Hey, Alter, mach keinen Mist. Über alles kann man reden, oder? Kann man. Allerdings nur unter einer Bedingung. Klar, Mann. Alles, was du willst. Was soll ich tun? Du lässt Jutta augenblicklich in Ruhe. Kapiert? Klar, Mann. Mach ich. Kein Problem. Und am besten lässt du dich im Dorf auch nicht mehr blicken. Kapiert? Klar, Mann. Kapiert. Alles kapiert. Und jetzt mach die Flatter, Alter. Kapiert? Ja, doch. Sehr, sehr, sehr geil. Okay, das war die Option. Warte mal. Alles klar. Kapiert. Hey, du. Ich will mit dir kämpfen. Ach nee, Alter. Weißt du eigentlich, auf was du dich da einlässt? Klopf keine Sprüche, Herbert, und stell dich zum Duell. Wertig, Mann, wertig. Hinter der Scheune tragen wir jetzt unseren Kampf aus, kapiert? Hinter der Scheune. Auweia, auweia. Na komm, Herbert, ich bin bereit. Jetzt wirst du Staub schlucken, Alter. Hat der ein Teil? Meine Fresse. Hat der eine Reichweite? Ja. Unmöglich. Unmöglich. Wie ihr gerade gesehen habt, war das die Kampfoption mit Herbert. Gegen ihn hatte ich wirklich keine Chance, aber vielleicht kann ich es ihm irgendwann mal heimzahlen. So, dann schauen wir mal, wo Jutta sich befindet. Weil, ich denke mal, sie hat mir bestimmt was zu sagen. Weil ich einen Herbert da vergrault habe. Deswegen hat er auch so Bauchschmerzen gehabt, der Herbert. Als ich ihn mit Cean drohte. Das ist natürlich eine schöne Sache. Jutta! Hey du! Okay. Die Zeit wird sie ja nichts anbieten an Ware, weil sie macht jetzt Mittag. Ja, andere essen beim Mittag und sie betet mittags. Ah, schauen wir mal. Ja, ich werde mich jetzt doch auf den Weg zu Klaus machen, um noch meine verbleibenden Lernpunkte ein bisschen gut einzusetzen. Blutfliegenstachel und sowas. Und das werde ich jetzt auch mal raffen. So, da sind wir. Hier um Ecke. Da sitzt oder steht der Klaus? Ah, da ist der Klaus. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Alles. So, Zangen rausschneiden und Blutfliegenflügel. Also zwei Lernpunkte, nochmal zwei. Die muss ich jetzt alle mal echt nehmen. Die Zangen von Minecrawlern oder Feldräubern musst du den Tieren mit einem sehr starken Metallhebel herauslösen. Sie sitzen sehr tief im Schädel der Tiere. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Die Flügel einer Blutfliege entfernst du am besten mit einem Hieb einer scharfen Klinge sehr nah am Körper der Fliege. Du musst nur darauf achten, dass du das feine Gewebe der Flügel nicht verletzt. Sie sind nichts mehr wert, wenn du es nicht vorsichtig machst. Ah ja. Ja, jetzt haben wir das ja auch gelernt. Schauen wir mal. Und Quatsch. Sorry. Dann schauen wir mal uns allgemeine Informationen, ob das mit dabei ist. Die Tierverwertung. Tieren das Fell abziehen, Tieren die Greifzangen entfernen. Ja, Flügel vom Blutfliegen vom Körper lösen. Das müsste es eigentlich sein. Und bevor ich mich aufmache und die Zutaten für Cean erkunde und einsammle, mache ich an der Stelle mal Schluss. Und ich wünsche mir auch einen weiteren Erfolg in diesem Abenteuer Odyssey im Auftrag des Königs. Gebt mir einen Daumen, macht Kommentare. Ich verabschiede mich und herzlichen Dank. Tschüss.